Hallo und herzlich willkommen zum Car Ranger Einblick. Heute schauen wir uns zwei ganz besondere Fahrzeuge an. Und warum sind sie besonders? Weil sie handgefertigt sind. Wir haben beide schon getestet und zu beiden gibt es einen Einblick im Detail. Und diesen Einblick hat ja Alex für euch gemacht. Und Alex, was ist aus deiner Sicht der Grund, warum wir hier neben beiden stehen? Genau, wir haben hier zwei Exoten, die so wahrscheinlich selten bis nie mal nebeneinander stehen, beide handgefertigt aus einer Manufaktur, also tatsächlich Hände haben etwas erschaffen. Und das sind zwei Autos, wo man es tatsächlich an allen Ecken und Enden spürt. Also zum Beispiel, es gibt einen Phaeton, der kommt auch aus einer Manufaktur, aber es ist ein normales Auto. Und hier sind wir von normalen Autos ganz weit weg, sondern aus meiner Sicht sind das halt zwei Kunstwerke, die wir hier haben. Und deswegen ist ja erstmal so, ich bin die gefahren, ich habe das Technische irgendwo im Kopf, aber wenn du jetzt einfach so neben den Autos stehst, was ist so dein Gefühl von den beiden? Ja, mein Gefühl ist einfach, vor etwas Besonderem zu stehen, vor sozusagen Unikaten bzw. vor Kleinserienfahrzeugen, denn der Spyker wurde knapp, wenn überhaupt, 300 Mal gebaut. Ja? Und ob es überhaupt noch 300 ganze Fahrzeuge gibt, weiß auch niemand. Und das ist das Thema, wer erkennt das Fahrzeug sofort auf der Straße, wenn an einem ein Spyker vorbeifährt, beziehungsweise wer hat überhaupt das Glück, einen Spyker in freier Wildbahn mal zu sehen und dieses Gefühl, vor so einem Fahrzeug mal stehen zu dürfen und überhaupt darüber sprechen zu dürfen, das ist das, was mich ein bisschen übermannt. Ja, dann, wenn es dich übermannt, kommen wir vielleicht mal so ein kleines bisschen zur Technik erstmal zurück. Was sind überhaupt die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten von der Auto? Also große Gemeinsamkeit ist aus meiner Sicht, man bedient sich bei Großserientechnik. Man nimmt einmal einen Audi V8, einmal nimmt man einen BMW V8, baut das in entsprechend kompakte Roadster-Karossen, die wohlgemerkt auch ähnlich lang sind. Also der ist 4,22 Meter, der ist 4,19 Meter, das heißt, da liegen nur 3 Zentimeter irgendwo dazwischen. Also das ist so das, was sie gemeinsam haben, aber sie setzen es halt auf meine Art oder für mein Verständnis sehr unterschiedlich um. Das heißt, das eine Mal packt man den Motor halt hier bewusst nach hinten, macht diesen Mittelmotor draus. Beim anderen lässt man den Motor eigentlich so halbwegs in seiner ursprünglichen Position. Und ja, auch ich glaube, so in der Konsequenz sind die Autos ein kleines bisschen unterschiedlich oder auch so vom Anspruch. Aber ich weiß nicht, so vom ersten Blick, was würdest du sagen, was hat der Wiesmann-Kunde für einen Anspruch und was hat der Spyker-Kunde für einen Anspruch? Oder sind das einfach die gleichen Menschen, die das haben wollen? Ich glaube, dass es einen Spyker-Kunden an sich gar nicht gibt. Es ist wie beim iPhone, da hat sich jemand gedacht, ich entwickle jetzt ein Produkt, ja, und das braucht die Welt. Und dann gab es tatsächlich knappe 300 Verrückte, die gesagt haben, genau sowas brauche ich. Und beim Wiesmann, da ist es, geht es schon eher Richtung Kleinserie und es ist ja auch eine Generation weiter gewesen. Das ist einmal ein Fahrzeug aus meiner Sicht und das ist ein Fahrzeug, wo noch ein bisschen mehr Wert auf Komfort gelegt wurde. Und zwar auf den Komfort im Sinne von, was fasse ich an, ist es im Alltag tatsächlich auch brauchbar. Aber würdest du, was das Konzept angeht, behaupten, dass der im Alltag brauchbarer ist, so wie er sich fahren lässt, als der Spyker? Also es sind tatsächlich zwei Fahrzeuge, von denen ich sagen würde, ich würde sie überhaupt nicht im Alltag fahren wollen, sondern nur am Wochenende, nur zu schönen Gelegenheiten. Und der große Unterschied aus meiner Sicht ist, wenn ich schnell fahren möchte, würde ich den Wiesmann nehmen. Wenn ich genießen möchte, würde ich den Spyker nehmen. Und der Spyker ist aus meiner Sicht noch diesen Tick radikaler. Das heißt, weil beide bedienen sich bei Großserienelementen. Das heißt, wenn ich den Blinker da drüben am Wiesmann sehe, denke ich an den E46. Wenn ich den Blinker hier sehe, denke ich an Golf 4. Klingt das erstmal bei beiden nicht so besonders, aber einfach die Radikalität, wie man das Ganze umgesetzt hat. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mir mal beide Schlüssel schnappe, wenn ich denn beide Schlüssel hätte, habe ich, ja, dann sehe ich zum Beispiel einen Spyker-Schlüssel. Wirklich werde ich so in der Form nie haben. Der Wiesmann-Schlüssel, kommt dir bekannt vor, oder? Ja, das ist ein E46. Genau. Und auch bei vielen anderen Elementen, allein diese Schaltgestänge, was ich hier habe und solche Dinge. Das heißt, aus meiner Sicht ist ja noch ein Tick konsequenter, einfach weiter weg von dem, wo die Basis herkommt. Der Wiesmann funktioniert bei hohen Geschwindigkeiten, dadurch aber einfach viel besser. Ja, und nicht nur bei hohen Geschwindigkeiten funktioniert er besser. In meinen Augen wirkt das Fahrzeug ein bisschen wärmer, harmonischer. Du hast rundere Formen, es sind weiblichere Formen. Das hier ist eine Maschine. Das zeigt dir auch der Innenraum. Metall, kalt und das, was du anfassen kannst, macht Klick-Klack-Geräusche, als würdest du praktisch irgendwo ein kleines Gewehr bzw. eine kleine Handfeuerwaffe bedienen. Und hier hast du Alcantara, Leder und du fühlst dich umschmiegt von den Sitzen. Das ist nochmal ein ganz anderes Feeling, wenn du im Auto sitzt und dann bringst du dieses Fahrzeug auch noch zum Kreischen. Also das sind so die Unterschiede zwischen beiden. Also eher warm, eher kalt.
Genau, das heißt, Grundsatzthema beim Spiker hier auch, wenn ihr das Video gesehen habt, ist Luftfahrt und wir haben diese Kälte und allein diese, ja, diese Griffe, um die Tür zuzuziehen, die sind so massiv und aus Metall, dass selbst wenn das Auto jetzt schon ein paar Stunden draußen ist, sie immer noch kalt sind, es sich immer noch kalt anfühlt. Wir haben zum Beispiel, was weiß ich, den Spiegel hier aus einem Stück Alu und das sind halt einfach so, diese Luftfahrtelemente, die machen das Auto aus meiner Sicht aus. Und ich glaube, wir haben uns jetzt in zwei unterschiedliche Autos verliebt. Ich glaube, du würdest immer den Wiesmann bevorzugen. Den Wiesmann bevorzugen. Und ich würde den Spyker bevorzugen, einfach weil er ist noch, allein wenn ich die Einstellung für die Klimaanlage sehe, und er hat eine Klimaanlage, aber zum Beispiel kein Radio, ist er halt einfach diese Ecke radikaler und er ist so weit weg vom Alltag, dass ich sagen würde, ja, es ist völlig okay, dass meine Scheibe nur bis zur Hälfte irgendwo öffnet. Und fahren wird der Wiesmann wahrscheinlich besser. Das gilt es in einem Vergleichstest auf der Rennstrecke zu beurteilen, den wir nicht machen. Genau. Ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, wer besser fährt, weil es kommt ja auch auf den Fahrer an, was ist in seinem Empfinden besser für ihn. Ja? Also ich finde die Proportion in dem Fall, beziehungsweise das Konzept in dem Fall für einen Roadster klassischer. Das ist natürlich mit Mittelmotor von Roadster oder Spider auch in einer gewissen Art klassisch, aber exotischer. Ja? Und hier würde ich sagen, vom Feeling her, wenn du frei, also ohne Dach fährst, gibt es also mir persönlich mehr. Okay, also fassen wir es zusammen. Wir haben jetzt eine Kaufberatung gegeben für ein Auto, von dem es drei Stück gibt, für ein Auto, von dem exakt zwei Stück online verfügbar sind, die sich wahrscheinlich niemand leisten kann. Aber wir haben eine solide Kaufberatung gegeben, dass das eher was für den sportlichen Fahrer wäre und dass wir jemanden, der technische, kühle und Leder in Aluminiumkombination mag. Ich kann nur eins dazu sagen. Bevor ich dieses Fahrzeug anfasse, muss ich meinen Ehering ausziehen, weil es betört mich einfach. Es ist so schön und so sinnlich und diese Kurven. Sind wir noch auf Kamera? Ja, sind wir und deswegen ist es auch richtig, dass ich neben dem Auto mit der technischen Kühle stehe, denn ich habe keinen E-Ring, den ich abziehen kann. Und von daher war es das mit unserer sinnvollen Kaufberatung für Autos, die wahrscheinlich keiner kaufen wird. Ich hoffe, das hat euch gefallen mit all den Details, die wir hier haben. Und in Zukunft werden wir sicherlich noch den ein oder anderen Exot haben und das ein oder andere Auto, für das es sich lohnt, doch mal den E-Ring abzulegen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal beim Car Ranger Einblick. Ciao!